zahlen können, aber das Leben in vollen Zügen genießen. Das ist das Motto der vier Hauptakteure der Oper La Bohème. Doch das klingt doch auch stark nach uns Studenten. Wir haben heute mal bei euch nachgefragt. Okay, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie du wohnst? In einer Zweier-WG und die Wohnung ist klein. Ich wohne in einer Apartment-WG, wir sind insgesamt 8 Leute. Ich wohne in einer Art Studentenhaus. Sieht ein bisschen aus wie mehrere übereinander gestapelte Container. Und so fühlt es sich auch ein bisschen an. Ich wohne in einer großen WG mit 2 Männern zusammen. Und ich wohne da, weil ich arm bin und mein Geld lieber für andere Dinge ausgebe. Und das halt die billigste Methode war, um irgendwo einen Wohnungsplatz zu finden. Woran sparst du am ehesten, wenn du am Ende des Monats kein Geld mehr hast? Worauf kannst du verzichten? Ich glaube, ich könnte sogar so ein bisschen aufs Essen verzichten. Sag ich mal, vielleicht nicht essen gehen oder sich halt nicht so viel teures Essen kaufen. Alkohol. Zigaretten. Auf Klamotten und Partys. Und dann gehe ich weniger ins Kino, das ist auch sehr teuer geworden. Und vielleicht auch, wenn es ganz hart auf hart kommt, an den Sachen, die Spaß machen. Aber das ist dann schon ätzend und man freut sich auf den nächsten Monat, wenn man wieder Geld hat. Brauchst du Geld zum Glücklichsein? Wie stehst du dazu? Eigentlich nicht. Es reicht doch schon, wenn man mit den Freunden in der Wohnung sitzt und ein bisschen Fernsehen guckt. Ja, man braucht Geld, um Spaß zu haben, um sich seine Träume zu erfüllen. Und das ist ja Teil der Lebensqualität. Also man braucht es nicht, um glücklich zu sein, aber man braucht es, um zufrieden zu sein. Also ich weiß gar nicht, wäre ich glücklicher, wenn ich mehr Geld hätte? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich würde mir noch mehr Gedanken um noch mehr Zeug machen, was ich eigentlich gar nicht haben will. Wir können nicht sagen, dass Geld gar keine Rolle für die Studierenden spielt. Aber Geld allein macht eben auch nicht glücklich. Und so machen auch die vier Protagonisten von La Bohème das Beste aus ihrer Situation. Mit Witz, Charme und Einfallsreichtum trotzen sie den alltäglichen Widrigkeiten. Die Oper von Puccini läuft ab dem 22.01. im Opernhaus. Schaut doch mal rein. Studierende können übrigens mit dem Last-Minute-Ticket für nur 8 € in die Vorstellung.